Sieh nur, dein Eron liegt. Wir kennen uns schon. Gewiss, auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Jo, hi, zurück zum Witcher. Ich war hier gerade bei diesem Einsiedler. Das ist nicht so richtig spannend. Interessant ist aber scheinbar das Schwert, was man dann bekommt. Ich mach's mir mal an. Upsi. Und abgesoffen. Also man muss da so 5 Tugenden einhalten und natürlich ist man ehrenhaft und so weiter und so fort, wenn man schon ein paar Quests gemacht hat und sowieso immer schön sich entschieden hat, ist gut. Muss man, glaube ich, noch kämpfen. Das hatte ich zwischendurch auch mal gemacht und ist eigentlich nicht so schwer. Dann kommt man hier wieder her und kämpft ein bisschen mit dem. So, mal eben gucken, was das für ein, Schwert ist, ob das cooler ist als das, was ich habe. Das ist in der Tat sehr, sehr geil. Ja, damit. So. Wie konnte ich die ganze Zeit mit nur so einem geilen Dreckschwert rumrennen? Okay, das ist sehr, sehr cool. Es geht noch ein paar Quests. Mal gucken. Ich hatte ja gesagt, noch weiter hier Nebenquests machen. Was wollen wir denn mal machen? 46, hört sich schwer an, ne? Okay, gucken wir mal. Wie weit ist es weg? Mal eben gucken, ob wir da eine Schnellreise brauchen. Nö, ist ganz in der Nähe, ne? Müssen einfach nur hier rüber krabbeln. Ganz in der Nähe, ja. Nein, das ist nicht ganz in der Nähe, aber ich habe da auch keinen richtigen Schnellreisepunkt. Auch hier, da könnten wir uns hinbeamen. Okay, wo ist denn hier mein Schnellreisepunkt? Das ist ja... Achso, Moment, ich bin hier auf der Insel. Der nächste Schnellreisepunkt ist am Arm der Welt. Hier, da könnte ich mal rüber, weil das habe ich mir alles noch nie angeguckt. Okay, schwimmen wir doch da mal rüber. Mehr so die Richtung. Oder? Lasst mich das kurz markieren, damit ich da nicht vorbeischwimme. Okay, ja, okay, hier rüber. Flupp. So, schwimm mal. What? Ja, können wir das neue Schwert mal ausprobieren, oder? Was sind hier für Typen? Oh. So. Chaka. Geil. Jutet Schwert. Okay, das war nett und kurz. Und die freuen sich jetzt hier alle. Glaube ich zumindest mal. So, ich wollte ja aber ganz woanders hin. Das waren nur ein Zufall, Plätze. Ach nee, ich wollte ja... ich wollte eigentlich hier hin. Aber ich dachte, es wäre noch irgendwas Spezielles. Das war das Fragezeichen, ne? Okay. Das Fragezeichen könnte ich auch noch und das und das und das auch. Weil dann könnte ich einfach einen kleinen Umweg reiten. Plötzli. Um dann zu den Schnellreisepunkt dazu kommen. Das machen wir mal. Ach komm, hier kannst du durchreiten.
Ja, ich will aber in die andere Richtung, Idiot. So, ich will in die andere Richtung. Oh, aber ich möchte natürlich hier durchreiten können und nicht Riechst du irgendwie. das? Willkommen Ja, ich in riech Fuzhou. das. So, jetzt mal Gas geben. So, Wildschweine jagen, kein Bock. Wow, was ist hier los? Wollen die Ärger? Nein, die wollen keinen Ärger. So, hier soll irgendwas sein. Was ist denn hier? Let's take a look. Ah, es soll tiefer sein als ich bin. Das heißt, wir müssen irgendwo da unten irgend so einen Eingang finden, oder? Was ist denn das hier? Bergbau, irgendwas? Alles trocken und wir laufen hier durch und finden dann hier einen Eingang oder wie soll es sein? Nee. So einfach ist es nicht. Crazy Hexer sind, zeigt mir aber auch nichts an. Aber da oben kreisen sie schon alle rum. Alter, will der Bär etwa da gerade mein Pferdchen angreifen? Ich glaube, es hackt. Oh. Das hatte ich zwar nicht vor, aber vielleicht kann ich plötzlich trotzdem. Upsi. So. Oberbär. So, wo geht's denn jetzt hier rein? Ich hätte es jetzt gern gefunden. Aber die Harpchen oder was es sind, um die geht's ja wohl hoffentlich nicht, ne? Vielleicht auch doch. Was sind das denn, Harpien? Ja, gar nicht gut. Oh, tot gut. Na gut. Okay, die Abkürzung war jetzt also nicht so gut. Muss ich ja nochmal was Cooleres machen. Habe ich jetzt auch dann keinen Bock mehr drauf, weil dann werde ich einfach mal übelst dahin lang. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Wird das in eine Karte eingetragen, wenn man es einmal erkannt hat? Weiß ich nicht, ne? Ich glaube nicht. Muss man schon irgendwie drauf haben und überleben wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Wurde das jetzt hier eingetragen? Ne, da sind sie noch die ganzen Fragezeichen. Okay. Also, Aber. ich, nichtsdestotrotz, ich reite aber jetzt erstmal da oben hin. Und dann gucken wir, was passiert. Ja, Achtung! Macht mal Platz, Leute. Hier im Spiel ist allerschönstes Wetter und bei mir hier draußen ist allerschönstes Gewitter. Mal gucken, was man auf den Aufnahmen hören kann nachher. So, Lauf, irgendwie habe ich Mitchell. mich festgeritten. So, weiter geht's. Da lang. Oh, nicht an der Mauer lang. Alter, reiten wie ein offenes Bein. So, reiten. Oh, Ja, ho, ho.
Wow, wie weit ist das denn? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Doch. Über diese Brücke bin ich schon mal drüber geritten. So, das kann halt eine andere sein. Ne, es ist die schon. Ist korrekt. Ja, so. Ah, was steht ihr hier rum, ihr Vögel? Achso, ich wollte zum Schnellreisepunkt, ne? So war doch eigentlich der Deal. Ah. Okay, ob sich das jetzt noch lohnt? Mal gucken. Ja, sehr seltsam. Oh Mann, jetzt sind wir verschwinden. Hau ab. So, lass mal gucken. Ja, sehr schön. Jetzt sitzen wir hier gerade mal genau da, wo wir eigentlich hin wollten, oder? Was hatte ich denn gedacht, wäre der Schnellreisepunkt? Das ist doch der hier, ne? Über die Brücke, naja, komm, dann reite ich da hin. Da sind genug schöne Fragezeichen auf dem Weg. Achso, plötzlich. Die Einheimischen an diesen Unsinn glauben. Angeblich war der Riese verflucht. Man findet in ganz Toussaint keine bessere Qualität. Entschuldigung. So, ich reite ja einfach querfeldein dahin. Das wird ja wohl irgendwie gehen. In der Theorie. So. Hey, ein... Mist. Ja, jetzt geh ich wieder drauf wahrscheinlich. Wow, es sind echt viele. Shit. Ja, das läuft ja super. Wow. Muss wieder drauf gehen. So, wie viel haben wir denn noch? Einen noch oder wie viel? Eine oder zwei. So, komm. Mach mal weiter. Der eine da hinten noch, oder? Wow. Kommt das jeder? Der blieb einer raus? Alter, doch. Versteckspiegel, ne? Alter, geh mal kaputt jetzt. Ja, was habe ich jetzt denn noch? Die ist noch halb. Ich bin aber auch schon ganz schön kaputt. Ich könnte natürlich mal Schutzschild nehmen. Wo ist er? Doch mal kaputt jetzt.
Passt das? Okay. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Okay, bringt das was? Ja, oder? Sehr schön. Oh, war aber ganz schön heavy, ne? Ich meine, dafür, dass es so eine kleine blöde Pflanze ist. So, sonst noch irgendwas zum Einsammeln? Jede Menge. So. Mehr habe ich jetzt keinen Bock hier einzusammeln. Nun kommt schon plötzlich, wir wollen los. Ja, kein Thema. Jo, ich weiß. So, dann gucken wir mal, wo wir hier... Wie weit das noch ist. Querfeld ein, kann jetzt nicht so weit sein. Wo waren hier noch ein Fragezeichen? Oh, was ist hier oben lang? Schon wieder so ein... Tentakelkrokodil. Oh, ist auch ein Nest? Nein, ist nur so ein... Die hängen da nur rum. Wie weit ist es denn noch? Ich reite jetzt einfach querfeld ein. Was ist denn los? Ah, hier. Das sieht doch schon vielversprechend sind noch aus. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Ja. Sollte mich dennoch umsehen. Okay. Erstmal ein bisschen meditieren. Pling. So, dann würde ich auch gerne nochmal eben speichern. Und dann können wir hier natürlich mal ein bisschen suchen. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen. Sagt die zerrissene Kehle. Blut. Alter, was ist denn hier los frisch. Gewesen? Der Monsterangriff ist noch nicht lange her. Kampfspuren. Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster, aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Ja, Kampfspuren, sein. Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster, ja, aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Das muss ein Drakonid sein, ein Basilisk vielleicht. Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Wer bist du? Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert. Wenn es aber doch mal passiert. Wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Wow. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen, aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast.
Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Ja, na komm, das kann aber nicht so schwer sein. Wollen wir mal gucken. Hier darf man eigentlich nicht hin. Mache ich aber trotzdem. Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Yokoko. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Ah, Gerüche. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Yocasta steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die ist klar. Folgen nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen. Ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört. Dann können sie die Versicherung kassieren. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Oh nein, der ist sehr tot. Da haben wir den Geruch wieder. Oh, wo denn? Ah ja. Ja, ich dachte, ich hätte den Geruch wieder. Na gut, gehen wir nochmal zurück. Oh. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen. Yummy. Möchte wissen, warum. Ja. Gucken wir mal weiter, oder? Ist der Geruch. Aber ich sehe ihn nicht. Moment. Ich rieche ihn nicht. Da ist er. So. Und wo geht's hier weiter mit dem Geruch? What? Da, da. Da. Also, es kommt von dem hier her, das ist auf jeden Fall klar. So, und jetzt geht's weiter. Da geht er lang. What? Ich suche jetzt einfach mal im Umkreis rum. Also, richtig clever stelle ich mich jetzt hier nicht an. Wir müssen los. Da ist er, und da geht er doch weiter. Und noch weiter. Und hier endet er, oder was? Ich Komm. Höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimme. Das für Typen. Solange Krieger Jagd auf sie machen. Ramor, Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Deine Mutter. So was. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Ja, so sieht ihr auch aus. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch. Woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Hexler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Geile Tattoos. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein ja, Gift komm. Soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei?
Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach stimmt das doch letzte nicht, Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Das Monster muss sterben. Wir arbeiten zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Mach doch. Tut mir leid, Meister Di Salvares. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster, ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet. Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr! Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst? Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen, mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Du bist am erfahrensten. Macht mal die Armbrüste. Mit Schusswaffen könnt ihr sie am Boden halten. Das ist eine gute Idee. Hast du sie gesagt? Ja, sie ist ein Weibchen. Hört ihr, Männer? Dieser Hexer ist ein Fuchs. Auf eine Meile kann er erkennen, was die Eidechse zwischen den Beinen hat. Also gut, der Spezialist hat gesprochen. Machen wir die Armbrüste bereit. Das ist ja alles schön und gut, aber das Monster ist nicht in seinem Nest. Wir müssen es erst aufspüren. Nicht unbedingt, Hexer. Wir haben uns vorher schlau gemacht. Die Kaufleute benutzen Gerbstoff, um die Eidechse anzulocken. Warum tun wir nicht dasselbe? Habt ihr Tannin dabei? Natürlich. Hier, willst du es verteilen? So, jetzt wird's spannend. Da ist sie. Zu den Armbrüsten! Wir schießen das verdammte Vieh ab! Was mit einem Messerchen? Was war das? Das war natürlich sehr schwach. So, holt ihr jetzt mal runter. Ihr habt doch gesagt, ihr trefft die. Alter, triffst du mal? Ah. Das klappt ja mal gar nicht gut. Dein Arm stört mir.
Alter. Okay, so einfach ist es nicht. Machen wir das einfach beim nächsten Mal, okay? Also, bis denne. Ciao.